Ich bin mir nicht sicher, wie es hier weitergehen soll. Schon unterwegs. Oben lang ging es nicht. Jawohl. Einen Weg hier rüber hatten wir auch noch nicht gefunden. Hier gab es einen, hier scheint es irgendwas ähnliches wie einen Durchgang zu geben. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Jawohl! Verstanden! Sofort! Komisch. Alles klar! Nun gut, beginnen wir Sachen hier zu brennen, schauen was passiert. Los! Schon unterwegs! Vorwärts! Vorwärts! Die verbrennen auch nicht. Stürmt los! Und jetzt? Kämpft weiter! Verstanden! Stürmt los! Alles klar! Verstanden! Wie ihr wünscht! Vorwärts! Auf euren Befehl! Ei! Es gibt kein Zurück! Die Dinger sind aber robust gebaut! Na gut, eine Fackel in ein Kohlebecken zu schmeißen ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn man vorhat, das Kohlebecken zu vernichten. Aber jetzt weiß ich hier gerade nicht weiter. Wie ihr wünscht, wie ihr wünscht, wie ihr wünscht. Ei, ei, verstanden, verstanden, schon unterwegs, verstanden, auf euren Befehl. Wie ihr wünscht, alles klar. Nichts ist hier passiert. Alles klar! Das Lager schon unterwegs! Ist voll. Das ist nicht einfach unser Territorium, an dem wir uns hier durchschubbeln können. Nein, das gehört einer anderen Partei. Wilde Tiere waren nicht hier. Nichts war hier. Irgendwas ist nicht richtig. Auf euren Befehl! Ei! Verstanden! Oh! Alles klar! Jetzt tauchen die ganzen Sachen hier Stück für Stück auf! Verstanden! Ah, wir haben uns scheinbar irgendwo nicht richtig bewegt. Sofort. Oder waren zu schnell. Auf euren Befehl! Alles klar! Ich glaube, wir waren einfach wirklich zu schnell und deswegen ist das passiert. Wir werden schon angegriffen! Ei! Vorwärts! Helft mir im Kampf für die Gerechtigkeit. Das Lagerhaus ist voll. Alles klar. Okay, gut. Schon unterwegs. Kämpft weiter. Verstanden. Sofort. Ei. Stürmt los. Jawohl. Ich hoffe, wir haben nichts zu sehr kaputt gemacht, dadurch, dass wir jetzt tatsächlich ein paar Kohlebecken niedergebrannt haben. Jawohl! Sofort! Direkt die Niederlage jetzt gleich. Alles klar! Angriff! Ich will die Bogenschütze im Nahkampf finden. Ich muss mich Nein! zurückziehen. Kämpft weiter! Ich muss Jawohl. Mich in die Burg Jawohl. Zurückziehen. Wie ihr wünscht. Ei, unsere Truppen werden Nicht angegriffen. Aufgeben. Ei. Jawohl, in den Kampf. Das Lagerhaus ist voll. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. So, die sind regeneriert. Gruppe 3 kommt sie hierher. Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. So, schicken wir die hier rüber zurück. Und ihr werdet damit fertig. Das Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. Ei. Vielleicht auch, weil die Soldaten im Weg standen. Alles klar. Schon unterwegs.
Alles klar. Sofort. Hey, alles klar. Wie ihr wünscht. Stürmt los. So. Auf euren Befehl. Ein bisschen komisch alles. Alles klar. In den Kampf. Das Lagerhaus ist voll. Alles klar. Sofort. Ei. Ei. In den Kampf. Folgt mir. Kämpft für die gute Sache. Gruppe 2. Wir haben noch kurz einen Bogenschutz dazu geklaut. Alles klar. Hey, jawohl. Da sind sie wieder drauf. Oh, das sind ganz schön viele. Auf euren Befehl. Kreis. Es geht kein zurück. Alles klar. Es geht kein zurück. Alles klar. Schon unterwegs. Sofort. Schon unterwegs. Nein, Schützen. Warum geht ihr in den Nahkampf? Warum seid ihr so? Du weißt, die Hitler haben euch dann plötzlich angefangen anzugreifen. Alter. Nein. Position. Alles klar. Alles klar. Auf euren Befehl. Verstanden. Schon unterwegs. Hi. Alles klar. Jawohl. Das Lagerhaus ist voll. Verstanden. Alles klar. So. Das Lagerhaus hat immer noch voll mit ganz viel so viel Milch. Vernichten wir einfach die Hälfte davon. Muss halt weg. Und wir haben sehr viel Holz. Ein Karren wurde ausgesandt. Die Holzfäller haben wir eigentlich gerade am Stehen. 5. Die Regenzeit. Welche ist am weitesten weg, du? Entlassen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Und ab jetzt lassen wir unsere Ritter die Spitze wieder übernehmen. Kämpft weiter! Das sind viele. Da sind wieder mal viele Schützen. Verstanden. Zum Angriff! Ei. Auf eure nein, nein! Befehl. Zieh dich zurück, zieh dich zurück, zieh dich zurück! Lauf! Alles klar! Warum geht ihr in den Nahkampf? Schwerter, kommt hoch! Kämpft weiter! Nein, Schwerter, hoch. Sofort. Sofort. Bleibt wachsam. Geben wir ein paar Eskorten raus. Beschützt dieses Ziel. Wie ihr wünscht. Alles klar. In den Kampf. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Die Eskorten mögen jetzt zwar ausbluten, aber das ist in Ordnung. Die Ritter müssen wir zumindest nicht jedes Mal zurückziehen dadurch. Sofort! Ach, guck mal, Tor des Eskortes schon im Eimer. Schon unterwegs! Beschützt dies! So. Verstanden. Ei! Verstanden! Er kann nicht bekehren. Ich muss mich in die das werden immer mehr. Sofort. Auf euren Befehl. Sofort. Jawohl. Alles klar. Sofort. Alles klar. Verstanden. So. Immer im Kreislauf. Immer durch die Leute durch. Jawohl. Wenn die Schützen da reinschießen. Wie ihr wünscht. Jawohl.
wie ihr wünscht. Sofort. Alles klar. Sofort. Schon unterwegs. Alles klar. Ei, stürmt los. Die Regenzeit ist alles vorüber. Alles klar. Alles klar. Kämpft weiter. Verstanden. Auf euren Befehl. Kämpft weiter. Jawohl. Oh nein. Da wurde ausgedünnt. Zieht die Schützen weiter zurück. Das sind zu viele Schwertkämpfer. Sammelt euch ja hier draußen. Wir frischen die Armee neu auf. Gruppe 1 kann auf jeden Fall neu zusammengesetzt werden. Das sind ziemlich viele sehr, sehr schlecht gelaunte Geister. Gruppe 3. Alles klar! Gut. 1, 2, 3 Leute. Und wir sind am absoluten Bevölkerungslimit und Soldatenlimit angekommen. Also zurück in die Schlucht. Schon unterwegs! Alles klar! Sofort! Verstanden! Auf euren Befehl! Und gleich nochmal. Sofort! Wie ihr wünscht! Schon unterwegs! In den Kampf! Alles klar! Wie ihr wünscht! Alles klar! Zum Angriff! Hi! Des Weiteren ein kleines Gebet hinterher drücken und hohen Sold. Sofort! Hi! Wechselt auf die gerechte Seite. Alles klar! In den Kampf! Wie ihr wünscht! Hi! Alles klar! Das stellt euch nach hinten! Wie ihr wünscht! Angriff! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Sofort! Kämpft weiter! Es gibt kein Zurück! So. Also, es kommt gleich die Meldung. Wir dürfen das Heiligtum aber nicht beschädigen. Und dann stehe ich hier und denke mir, oh, zu spät. Nicht aufgeben! Ihr geht da raus. Verstanden. Es gibt kein Zurück. Warum gehen so Schütze eigentlich immer näher ran? Also unsere Ritter entsprechend am Leben. Alles klar. Das Lagerhaus ist voll. Schnell speichern. Okay. Ich denke, wir haben es geschafft. Wilde Tiere haben wir noch keine gesehen. Oh. Wie sieht ein Artefakt aus? Es könnte die Fahne sein. Deckung. Ach du Heiliger, da haben wir uns etwas reingeritten. Jetzt hoffe ich auch inständigst, dass die Karte echt ist. Ansonsten habe ich viel Zeit, neues Make-up aufzulegen. Wir müssen Sebastian loswerden. Ja, Bogenschützen kriegen das hin. So. Und viele Schützen, die da drauf schießen können. So. Am Ende der Schlucht.
Ich wollte noch sehen, was er am Sagen war, aber das war dann zu schnell weg. Erledigt. Lass uns mal in den Brunnen reiten. Vielleicht finden wir dieses Artefakt. Da ist das. Kommt ihr noch da raus? Alles klar. Ja. Alles klar. Ihr habt alles Böse besiegt, das Artefakt beschützt habt. Ihr seid würdig, Eldorado zu betreten. Das Artefakt wird das Portal zu Eldorado öffnen. Kommt zu mir zurück. Verstanden. So sei es denn. Das Lagerhaus ist voll. So, plus in Gruppe 1. Jawohl! Gruppe 3. Hier rüber und einmal Schub geben. Das Lagerhaus ist überfüllt, unser Eisen geht uns aus. Ein Karren wurde ausgesandt. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen, verdammt. 3 Plätze haben wir wieder frei. Das bedeutet, wir können uns eine Eisenmine hier hinten hinsetzen. Und damit unsere Eisenproduktion wieder anschmeißen. Eisen geht halt erschreckend schnell aus, wenn man viele Soldaten benutzt und verliert. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Wir haben echt viel Wolle. Niemand kauft Wolle. Vernichten wir da mal ein bisschen was davon. Jawohl! Sofort! Gut. Alles. Gehen wir zu ihr rüber. Nichts ist kaputt gegangen. Er ist natürlich unglücklich, aber in Ordnung. Graf Brendani ist außer sich vor Wut. Ist er das? Ihr müsst ihn besiegen. Ansonsten wird er alles zerstören, das Artefakt stehlen und es als unehrenhaft nach Eldorado gelangen. Wie zuvor kommt. Gruppe 5. Dann noch am liebsten dazu einen Rammekarren. Und sicherheitshalber 2 Belagerungstürme, weil man niemals sicher genug sein kann. Gruppe 6. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Wenn wir uns direkt vors Tor stellen, dann können wir eine Bekehrung durchführen, das Tor öffnen und einfach direkt einfallen. Das ist, worauf wir setzen müssen, erst einmal. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Alles klar. Ei. Verstanden. Wie niemand zum Konvertieren der Nähe. Sofort! Wechselt auf die gerechte Seite. Ihr da. Auf das Tor. Schwerter. Das ist nicht möglich. Alles klar. Vor 1. Brecht ein. Helden, brecht rein. Zieh den Kampf nach hier hinten hin. Stürmt los! Durch. Es geht kein Zurück. Stürmt los! Kämpft weiter! Stürmt. Lief nicht so ganz wie geplant. Gruppe 1. Das geht nicht. Das Tor ist nicht offen. Verstanden. Jawohl. Sofort. Sofort. Öffne das Tor. Das geht nicht. Schon unterwegs. Ei. Ich muss mich. Nein! Schützen, brecht durch. Geht auf den Marktplatz, ruiniert deren Ruf. Bringt sofort die Katapulte durch. Das Tor ist geschlossen wieder und die Schützen sind isoliert. Haben wir den... Wo ist Bob der Baum? Da ist Bob der Baumeister.
Das ist nicht gut. Das ist nicht so ganz gelaufen, wie ich gehofft hatte. Nein, nicht, nichts anzünden. Zum Angriff. Lauf. Auf euren Befehl. Wenn die anderen schießen. Verstanden. Sofort. Verstanden. Außerdem, renn zum Tor. Verstärkungen sind noch hoffentlich unterwegs. So, Gruppe 3 macht sich auf den Weg. Schon unterwegs. Ja, wisst ihr, sie müssen die Mauern erstmal leer fegen. Auf euren Befehl. Solange die Mauern nicht bereinigt sind, können wir es vergessen. Gewünscht. Schon unterwegs. Verstanden. Alles klar. Jetzt musst du zum Tor. Verstanden. Auf euren Befehl. Alle Mann, die wir haben, brecht zum Tor durch. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Alles klar. Jawohl. Alles klar. Vorwärts. So, sehr gut. Unsere Truppen werden angegriffen. Helden sind unterwegs, neue Schützen werden ausgebildet, neue Schwerter werden ausgebildet, werden noch nicht nötig sein. Schützen Ei. Hinterher. Eine Militäreinheit wurde Ei. Geschlagen. Du, öffne das Tor. Kämpft weiter. Nicht aufgeben. Schwerter zur Mitte. Es gibt kein Zurück. Sehr gut, wir haben die Kontrolle über die relevanten Teile der Mauer erlangt. Unsere Truppen werden angegriffen. Bereiten wir vor, einen Belagerungsturmkarren gleich zu opfern und den Beschuss nach hier hinten irgendwo hinzuziehen. Du, das Tor ist offen, sehr gut. Jawohl. Alle rein. Ritter kommen rein, Verstärkung kommen rein, sehr gut. Jawohl. Ritter, komm rein. Alles klar. Zum Marktplatz. Verstanden. Und du rollst hier rüber, ihr alle, zum Marktplatz. Unsere Truppen werden angegriffen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Gruppe 4 hier rein, Gruppe 6 hier rein. Verstanden. So, Gruppe 2 oder was davon übrig ist, kann hier bleiben und das Tor halten. Die neuen Bogenschützen kommen dann hier hinten rein und helfen, den Marktplatz zu halten. Gruppe 4 ist in verwendbarem Zustand angekommen. Sehr gut. Seid auf der Hut. Haltet die Augen offen. Perfekt. Schießt. Vorwärts. Gruppe 6, Gruppe 5. Passabler Zustand. Einmal hier rüber. Ihr geht die Munitionskarren da hinten klauen. Einfach alle. Nehmt alles mit. Nehmt alles mit. Einsacken und Abmarsch. Schnappt euch den Karren. Und rennt damit weg.
Einmal kurz ihre Munition geplündert. Wie ihr wünscht. Da ist noch ein bisschen was. Das Lagerhaus macht es nicht mehr lange. Nein, nein. Karren bleibt hier. Oh nein, ich habe noch Karren mitgebracht. Warum? Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Nur ihr konntet es schaffen. Kehrt beide zu mir zurück. Lebend gerne. Erstmal nehmen wir das Gebiet ein. Wenn wir frech in der Hinsicht sind. Ihr habt es wirklich verdient. Der Zugang zu Eldorado ist irgendwo auf der Westseite des Flusses. Nehmt das magische Artefakt, es zeigt euch den Weg. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Unsere Armee ist nicht unbedingt im besten Zustand, in dem eine Armee jemals war, aber ein Getreidebauer gut genug. Ein Kornfeld. Alles klar. Alles klar. Da sollten wir nicht zuerst hier zurück. Wie ihr wünscht. Viel Glück und achtet auf die leuchtenden Lichter auf dem Boden. Schon unterwegs. Ah, okay. Folgen wir dem Questpfad, der uns gelegt Alles wurde. Klar. Hi. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Jawohl. Ich glaube, es sollten wahrscheinlich Laternen ohne die Laternen sein. Verstanden. Sofort! Auf euren Befehl! Alles klar! Sofort! Verstanden! Alles klar! Tangentry. Territorium bitte einnehmen und Schub geben. Sofort! Ein Getreidebauer hat kein Korn. Guck mal, eins. Kein Eisen mehr. Gruppe 2. Jawohl. Na gut, nicht viel Eisen. Nachvollziehbarerweise. Verstanden. Jawohl. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Alles klar! Jawohl! Hi! Wir haben ein Territorium eingenommen. Möglicherweise müssen wir das Gebiet einnehmen, damit wir den Weg hier freiräumen können mit der Straße. Die Regenzeit ist vorüber. Oder der Weg ist irgendwo anders, wo ich ihn gerade nicht sehe. Sicher bin ich mir noch nicht. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Hey, jawohl! Hey, alles klar! Hey, sofort! Sofort! Weil wir sind jetzt hier gerade aus dem Gebiet Javea noch. Hier können wir keine Straße bauen. Hey, jawohl! Interessant. Verstanden! Jawohl! Jawohl! Schon unterwegs! Sofort! Schon unterwegs! Verstanden! Alles klar! Sofort! Schon unterwegs! Jawohl! Hey. Folgen wir weiter den leuchtenden Lichtern einmal ganz kurz zurück. Jawohl. Sofort! Wir mussten alles vorhin auch immer kurz Backtracking sofort. Machen. Wie ihr wünscht! Alles klar! Wie ihr wünscht! Auf euren Befehl! Verstanden! Hey. Verstanden! So. Alles klar. Schlagen wir uns noch einen expliziten Weg nach Eldorado. Schon unterwegs. Und lenken damit auch die Helden automatisch über den Weg. Verstanden. Ah, jetzt ist hier nicht aufgetaucht. Und jetzt wurden sie teleportiert. Ah, okay, wir mussten lang genug auf dem Punkt warten, damit der Leuchtepunkt aufgetaucht ist. Sofort. Ei.
Das will ich jetzt mal sehen, bevor wir da reinrennen. Oh, das ist viel Gold. Alles klar. Die Stadt ist in so einem leichten Zustand, aber... schnell speichern. Es gab noch ein Gebiet, das noch keine Relevanz hatte. Verstanden. Sofort. Verstanden. Die Stadt Eldorado. Oh, meine Herren, habt ihr endlich die sagenumwobene Stadt Eldorado gefunden? Gut gemacht. Nur denen, die reinsten Herzen und tapfer genug sind, war es vergönnt, Eldorado zu finden. Unsere Geister sind nun frei und können in Frieden ruhen. Ihr könnt nun mit allen feiern. Wie ihr wünscht. Bevor ihr aber geht, es gibt 3 Kisten. Eine dürft ihr mitnehmen. Aber nur eine davon ist die richtige. Wählt klug. Woher zur Hölle sollen wir das denn wissen? Das ist eine gute Frage. Aktuell sehen die alle gleich aus. Nun, wir haben die Macht der Zeitreise. Haben wir irgendwo einen Hinweis rumliegen? Irgendeine Möglichkeit, das im Voraus einzuschätzen. Sekel Khan, ah. Er ist also. Sehen halt alle gleich aus. Wir können keiner fragen. Verstanden. Sofort. Oder? Wie erwünscht. Sofort. Nein. Auf euren Befehl. Können wir nicht. Okay. Was ist mit der mittleren? Wie probieren wir die zuerst? Verstanden. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Okay, nichts passiert. Jawohl. Sofort. Sofort. Auf euren Befehl. Huch, die Wahl. Wir haben eine nukleare Kiste gewählt, wie es aussieht. Auf euren Befehl. Hier gehen wir kurz weg. Wie ihr wünscht. Ich hab doch gleich gesagt, wir schaffen das. Ich bin doch ein Glückspilz. War das die richtige Wahl? Schon unterwegs. Ihr habt viele Menschen noch im Leben betrogen, aber nur meine mit Mut und reinem Herzen konnten den richtigen Weg finden. Wie ihr wünscht. Nehmt das Gold, verteilt es den Bedürftigen und erlangt so ihr Vertrauen wieder. Einfach durchprobieren. Das hilft. Die Reichtümer. Okay, das sind ein paar Kisten, die da unterwegs sind. Ein paar gehen sogar zu Cortez, wenn ich das richtig sehe. Eine auf jeden Fall. Eine ist grün. Nun, Tullio, das machen wir. Wir haben allen geholfen, wurden dafür auch nicht verhaftet. Das muss so jetzt was heißen. Wir selbst kriegen 100.000.
Ja, da hast du recht. Diesmal, ich glaube, ich habe irgendwas nicht gesehen. Da hast du recht, dieses Mal ist die Sache ganz gut ausgegangen. Aber wer weiß, wann du den nächsten Blödsinn anstellst. Das sollte Tullio sein und nicht, Markus. Magnus. Ah, ich denke, dafür ist dieses Gebiet hier hinten da. Okay, Sieg. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, dieses Gelände war vielleicht einfach nur, um die ID für dieses Lager hier zu haben. Verstanden. Okay, wir haben die Karte erfolgreich abgeschlossen. Schon unterwegs. Jawohl. Das war durchaus eine schöne Karte. Auf jeden Fall. Gehen wir also erst einmal in die Endwertung. 4,5 Stunden angeblich insgesamt. Eher so 2. Weil wir halt viel beschleunigt haben. 200 Siedler, 48 Ehefrauen, 62%iger Ruf. 239 Streikende. Ja, Sachen produziert, 238 Leute rekrutiert, 600 besiegt, 3 Gebäude zerstört, keine Söldner. Er ist dazu geworden, 5 Ritter zusammengefaltet und ansonsten nichts. Doch, 6 Mal bekehrt. Gut. Das, liebe Gemeinde, war die Karte Eldorado von Paradox. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Zugegeben, ein paar Sachen haben mich verwirrt. Aber es sind auch ältere Karten. Dennoch, ein paar Sachen waren leicht verwirrend. Insgesamt allerdings waren es immer auch eine sehr, sehr hübsche Karte in Anlehnung an einen Film, wobei sie natürlich nur grob inspiriert war und nicht als Adaption gelten muss. Bis dahin allerdings, ja, insofern allerdings, insgesamt, würde ich sagen, muss ich mich jetzt vorbereiten auf einen Anno-Stream, den ich gleich machen muss. Insofern, euch allen noch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio.